Herzlich willkommen zurück zu Bloodborne. So, wir wollten uns hier noch ein paar Items holen. Den Sprung da letztens haben wir leider nicht geschafft. Den probieren wir... Wow! Verdammte Kamera. Den probieren wir gleich nochmal. Jetzt wäre ich beinahe in den Abgrund gelaufen. Kann man das hier schlagen? No. So, jetzt probieren wir es nochmal. Sehr schön. Da hat es geklappt. Da ist gerade irgendein Gegner ins Feuer gelaufen, so wie es aussieht. Hier gibt es nämlich blutige Botenkopfbandage. Und ihr habt vielleicht gesehen, manchmal haben diese Typen hier, so wie die hier, haben so Vasen auf dem Kopf. Die kleinen Kollegen da unten. Und es gibt eine Möglichkeit, eben diese, sich seine quasi seine eigenen Nachrichtenboten anzupassen. Und mit diesen blutigen Botenkopfbandagen, das sieht hier leider anders aus, als es in Wirklichkeit aussieht, kann man die eben lustig anpassen. Hat, glaube ich, keinen Effekt, außer dass es einfach lustig aussieht. Aber wir wollen uns natürlich alle Items holen. So, jetzt geht's wieder hier runter. Vielleicht schaffe ich es diesmal mit dem scheiß Balken. Auch nicht. Wieder ein bisschen Schaden gefressen. Naja. Aber da gibt's noch etwas, was ich dazu sagen muss. Wenn die Typen nämlich diese Bandagen aufhaben, das zeige ich euch später noch, dann sah das für mich immer erst so aus, da hatte ich das Item noch nicht gefunden. Die können wir auch mal schnell plätten. Es sah für mich immer so aus, als hätten die einen roten Afro auf. Aber es ist, sind blutige Bandagen. So, genau, da gibt es nämlich auch noch was. Noch mehr Gegengift. Auch praktisch. So, jetzt weiß ich gar nicht, ob wir nochmal ganz nach oben müssen für dieses letzte Item. Ich glaube, das geht auch von hier. Ja, genau. So, einmal hier. Da haben wir noch einmal ein paar Seelen. Immer gut. So, dann wollen wir mal weitergehen. Hier dachte ich zum ersten Mal, hier kommt doch 100% vom Boss. Tut es aber nicht. So, was haben wir denn hier? Ritualblut. Zwei Stück. Material für ein Ritual des Heiligen Kelchs. Eine der Grundzutaten zur Sättigung eines Heiligen Kelches in dieses ewig fließende Blut. Ist dieses ewig fließende Blut. Wenn alles vom Blut geschmolzen ist, wird alles neu geboren. Ja, das brauchen wir für das Ritual eines Heiligen Kelches, aber den haben wir leider noch nicht. Da kommen wir später mal nochmal drauf zurück. Oh, wir haben noch einen Schuss. Aber brauchen wir jetzt eh nicht. Hier haben wir einen Haufen von diesen verdammten Krähen. Alle gepeitscht. Komm schon, ich sehe doch. Starker Angriff. Lass mich auch von allen erwischen. Boah, das waren jetzt glaube ich alle. Einen Kiesel. Achso, den hat der gedroppt. Und hier nochmal zwei Blutsteinscherben. Hier stand mal eine lustige Nachricht. Versuch's mit Stichangriff. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Oder was der gemeint hat, der die Nachricht dahin geschrieben hat. Fand ich ganz lustig. So, hier geht's jetzt weiter. Das sah wie ein Item aus, ist es aber nicht. Wie gesagt, ich habe es bisher auch erst einmal, beziehungsweise einmal und ein Fünftel wahrscheinlich durchgespielt. Und jetzt eben fange ich dir das dritte Mal an fürs Let's Play. Einmal eben alleine und einmal mit einem Kumpel noch angefangen. Aber da bin ich, wie gesagt, erst ein Fünftel ungefähr durchs Game. Ist schwer abzuschätzen, ob es wirklich ein Fünftel ist, keine Ahnung. Aber würde ich jetzt mal so sagen. So. Ich dachte, du lebst, Kollege. Und jetzt sind wir wieder hier. Da oben sind wir zum Gunner hoch. Da ist die Leiter, da drüben sind wir gerade rein. Und jetzt haben wir hier eine schöne Abkürzung. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich zurückgehen soll. Brauche ich, glaube ich, noch nicht, weil da finden wir noch eine andere Abkürzung. Machen wir mal ein bisschen hier riskant, weil 16.000 Seelen möchte ich eigentlich ungern verlieren. So, hier geht's weiter.
Aber ich glaube zu wissen, dass relativ bald noch eine Abkürzung kommt. Da sind zwar auch ein paar fiese Gegner noch dazwischen. So, hier ist wieder so eine Stelle, wo mehrere auf einmal kommen. Wow. Nicht jetzt gleich sterben hier. Die Peitsche auspacken und sie alle totpeitschen. Ja, die Reichweite ist echt nicht schlecht. Nochmal schnell alles untersuchen. Haben wir hier noch irgendwas vergessen? Sieht nicht so aus, als ob es hier ein Item geben würde. Dann gehen wir weiter. So. Da haben wir so ein Wölflein. Da gibt es noch Items. Kräftiger Blutcocktail. Das sind sogar gleich zwei. Deswegen schauen wir erstmal lieber hier lang. Da ist ein großes Tor. Und ein Item. Das sind noch mehr Scherben. Das haben wir echt schon einen Haufen. Aber dieses Tor öffnet sich nicht von dieser Seite. Tja. Ich weiß auch gerade gar nicht ganz genau, was sich da dahinter befindet. Ich habe eine Vermutung. Aber ich weiß es nicht. Oh, scheiße. Ich habe ihn gerade noch gehört. Bitte töte mich nicht. Lieber mal auf Nummer sicher gehen. Hui. Haben wir den ersten schon mal weg. Dass die hier auch beide dann herkommen. Fies. Ja, komm. Dann frissen Molly. Oh Gott. Oh, ich bin so schwach. Kann nicht so weit werfen. Ja, und jetzt wieder den ab. Sehr schön. Nicht. Das war's für dich, du Wolf. Noch eine Scherbe. Wie viel haben wir denn jetzt schon? 21. Könnten wir auch einfach gleich eine zweite Waffe noch auf plus 3 hochbringen. Was ich vielleicht auch tun werde. So. Ah ja, genau, das passt schon. Jetzt sind wir hier. Ich gucke erstmal hier nach hinten. Jetzt muss ich hier mal kurz schauen. Da bist du. Weil da hat mich immer einer von hinten überfallen. Ich habe mich immer gewundert, wo der hergekommen ist. Aber der hängt hier oben. Kann man auch nicht anvisieren. Sobald ich nämlich dahinter gehe und mir dieses Item hole, kommt der da runter. Bisschen Bluttablette. Zack. Und schon steht er immer da. Ich habe mich immer gefragt, wo kommt der her? Jetzt weiß ich's. Komm mal da raus. Problem. Interessant. Genau, wir haben diese Bestienbluttabletten gefunden. Da checke ich zum Beispiel eben auch noch nicht genau, was die bringen. Hier, große Arzneikugeln, wahrscheinlich aus geronnenem Bestienblut, von der heilenden Kirche wegen der unklaren Herkunft verboten. Gewährt einen Schuss Bestientum. Wenn man seine Gegner zerreißt und ihr Blut auf einen niederregnet, wird das eigene Bestientum belebt sowie Stärke und Euphorie genährt. Bestientum ist einer dieser Skills. Den haben wir hier ganz unten. Je höher dieses Attribut, desto näher bist du der Bestie bei kurzzeitiger Transformation. Aber was das genau bedeutet, weiß ich nicht. Wenn man es benutzt, dann kommt, also es sieht aus wie irgendein Buff. Dann leuchtet man so. Dich kenne ich auch noch hier. Aber ob man dadurch irgendwie stärker wird oder was dadurch abgeht, keine Ahnung. Wieder. Noch eine Scherbe. Genau, der kommt nämlich hier rausgebrochen. Dann gucken wir auch gleich mal da rein. Mehr Gegengift. Oh. Ah, du hast Angst vor meiner Fackel. Schade für dich. Da ist nix. Auch nix.
Dann checken wir doch mal hier hoch. Was dieses Loch hier soll, weiß ich auch nicht. Kommt man einfach wieder unten raus. Hier haben wir einen kleinen Balkon und dich kenne ich auch noch, Kollege. Noch mehr Blutsteinscherben. Jetzt haben wir schon 20.000 Seelen und einen Haufen Scherben. Da würde es sich wirklich lohnen, einmal zurück in den Nexus, nenne ich es immer, zu gehen. Und siehe da. Hier haben wir eine Tür geöffnet und da waren wir vorher schon mal. Da kommen wir nämlich gleich zurück zum Feuer. Und dann haben wir eine Ultra-Abkürzung. Hier liegt noch was. Noch mehr Feuerpapier, womit wir unsere Waffe verbessern können. So, kurzzeitig zumindest. Jetzt gehen wir hier schnell zurück, einmal in den Nexus und gehen mal dick aufleveln. Und Waffen verbessern und alles, was man denn so machen kann. Kann ich euch eventuell auch gleich noch was zeigen. Müssen wir erstmal wieder diese ewig lange Leiter nach oben klettern. Wenigstens verbraucht es keine Ausdauer mehr wie in Dark Souls. Wenn man schnell die Leiter hochklettert, da habt ihr gerade gesehen, da ist wieder irgendeiner ins Feuer gelaufen. Schlau wie die sind. Und jetzt sind wir schon wieder beim Feuer. So, in den Traum des Jägers zurückkehren. Ganz genau. Also ich bin wie gesagt noch lang kein Pro in dem Game, nur weil ich es jetzt einmal durchgezockt habe. Aber ich bin zumindest schon ein bisschen im Kampfsystem drinnen und kenne halt schon so einiges. Da habe ich mir halt auch alles sehr genau angeschaut. Hat ja auch einige Zeit gedauert. Genau, jetzt checken wir als allererstes mal, hallo Frau, ab, was die denn Neues haben. Die haben hier so ein paar lustige, normale Gegenstände. Die Handlaterne ist ganz praktisch. Da habe ich aber schon eine, glaube ich. Nee, im Besitz. Null. Könnte man sich auch mal kaufen. Die macht eben Licht, ohne dass man eine Fackel draußen haben muss. Aber auch nicht so viel. Das könnten wir uns jetzt auch gleich kaufen. Schlüssel zum Tor des runden Platzes der Kathedrale. Da gibt's nämlich dann, geht's dann auch noch weiter. Gewehrspeer, Pfahltreiber, Kirchenhammer. Genau, der Gewehrspeer ist neu, den haben wir aber jetzt auch schon gefunden. Der Pfahltreiber ist noch neu, den haben wir durch dieses Pulverfassabzeichen, glaube ich. Vielleicht auch beide Waffen, keine Ahnung. Der ist eigentlich ziemlich cool. Hat so eine aus- und einfahrbare Klinge, relativ kurze Reichweite, ist dafür ziemlich schnell. Und wenn man die Klinge einfährt und dann einen aufgeladenen Angriff macht, dann bombt der da so richtig nach vorne und haut Gegner meterweise zurück. Das macht echt Spaß, aber ist leider eine Stärkewaffe. Braucht nämlich auch 18 Stärke, um es überhaupt benutzen zu können und scaled dann später auch mit Stärke. So eine richtig gute Geschicklichkeitswaffe haben wir noch nicht gefunden, aber ich grade mir, glaube ich, mal meinen Sägespeer ein bisschen ab. Weil den finde ich ein bisschen geiler als den Stock, muss ich sagen. Kirchenhammer ist auch eine Stärkewaffe, das auch. Ja, und das auch. Tja, haben wir wohl noch keine gute gefunden. So, sonst habt ihr nichts Tolles. Ich fress jetzt mal meine ganzen Seelen. 3000 nochmal drauf. Nochmal 1000 dazu. So. Als allererstes, nicht, dass ich dann dafür keine Seelen mehr habe. Schön die Waffen verstärken. Ja, wir haben so viele Scherben. Den kann ich leider nicht benutzen. Will ich jetzt aber auch nicht unbedingt. Ja, machen wir den einfach auf plus 3. Ist ja Wurst. Jetzt brauchen wir nämlich Zwillingsblutsteinscherben, um auf Level 4 zu kommen. Und davon haben wir noch keine einzige. So. Und den Sägespeer auch gleich auf plus 3. Der macht jetzt auch schon mehr Schaden als der Stock. Hat dafür nicht so eine hohe Reichweite. Reparieren brauchen wir jetzt nichts mehr, weil Upgraden repariert gleichzeitig. So, und jetzt könnten wir hier mal diese ganzen Edelsteine ausrüsten, die wir haben. Wir haben zwei Plätze, weil wir die Waffe jetzt schon auf plus 3 haben. Den letzten haben wir noch nicht freigeschaltet. Jetzt gucken wir mal. Physischer Angriff, plus 07, 07, 14 ist schon mal besser. Und plus 2,1 ist schon mal der beste. Den haben wir mal da rein.
Ja, und dann nochmal physischer Angriff plus 1,4. Ihr seht, das bringt jetzt noch nicht so viel. Zwei Schaden macht das jetzt mehr. Aber zwei Schaden haben oder nicht haben. So, dann haben wir in den Stock noch den Rest. Ja, zwei so 0,7er Runen. Was soll's? So. Ich könnte auch ein paar Kugeln dann mal kaufen. Was ich euch hier jetzt noch zeigen wollte, ihr seht hier, mit Einsicht kaufen, dieses Bartschein mit dem Altplan verbunden sein, aber es gibt keine Boten. Tja, und da habe ich lang gerätselt, weil plötzlich waren sie mal da. Aber es hat hier mit meiner Einsicht zu tun. Ihr seht oben rechts, ich habe 8 Einsicht. Ich verwende mal eins. Seht noch nichts. Ich habe 9 Einsicht. Und jetzt verwende ich mal noch eins. 10 Einsicht. Und tada! Schon sind diese Kerle da. Mit Einsicht kaufen, verwende Einsicht, um mit Boten zu handeln. So. Gucken wir mal, was die haben. Die haben hier nämlich die kleine nachhallende Glocke. Damit kann man quasi seine Hilfe anbieten und in andere Welten als Phantom gehen oder andere Welten invaden. Und die zwei Items hole ich mir mal auf jeden Fall. Und was der auch noch hat, ist hier zum Beispiel Bossrüstungen von Gascoigne zum Beispiel. Und dieser Aschejäger ist dieser Schütze gewesen, den wir gerade vom Dach geschossen haben. Braucht man jetzt nicht dringend diese Rüstungen. Mehr hat er noch nicht. Außer ein paar Blutcocktails. Aber ich hole mir einfach immer gern alle Rüstungen. So, holen wir uns schon mal die. Und jetzt haben wir noch zwei Einsicht. Dann holen wir uns nochmal den Hut. Das hier. So. Und jetzt verschwinden sie auch wieder, weil ich wieder unter 10 Einsicht habe. Beziehungsweise 0 im Moment. Aufleveln kann ich zum Glück trotzdem noch. Moment, da machen wir noch schnell was anderes. Gehen wir nämlich nochmal hier hinter. Und zu diesem Stumpf. Und da waren vorher nämlich auch immer keine drin. Und jetzt sitzen da welche drin. Gib Boten Accessoires, dann verzieren sie es folgsam. So. Und wir haben bisher nur diese blutigen Botenkopfbandagen. Und jetzt ziehen sie es auch gleich an. Tada! Da dachte ich am Boden immer, die haben irgendwie rote Haare oder sowas. Aber es sollen so blutige Verbände sein, die umgewickelt haben. Und jetzt sehen alle meine Viecher, also auch wenn ich Nachrichten auf dem Boden mache, so aus. Das ist ein ganz lustiges Feature. Also, es gibt mehrere so von den Dingern. Zwei waren, glaube ich, Vorbestellerbonus. Das habe ich aber nicht. Weil man Spiele nicht vorbestellen sollte. Aber das ist was anderes. Anderes Thema. Ich habe drei gefunden in meinem Run. Aber es gibt vielleicht noch mehr. Wer weiß. So, jetzt leveln wir erstmal ein bisschen auf. Ich möchte auf jeden Fall ein bisschen Vitalität und Ausdauer haben. Jetzt geht eh nur noch ein Level. Machen wir noch eins auf Vitalität. Obwohl ich wollte auf Arcan skillen. Das bringt mir diesen Entdeckungsskill nach oben. Bedeutet, die Gegner droppen bessere Sachen. Aber ich möchte jetzt lieber noch mehr Leben haben für den Anfang. So, jetzt sind wir schon Level 27. Und was ich auch tun möchte, ist mir ein paar Kugeln zu kaufen. Boah, die sind ganz schön teuer. Fiolen haben wir 50. Ja, kaufen wir mal. Wie viel können wir denn kaufen? 15 Stück. Bevor ich meine Seelen eh verliere. Kaufen wir das lieber einfach. So. Es ist eh später, ist das so gut wie nichts mehr. Und jetzt gehen wir wieder zurück nach Aldiana. Das haben wir hier alles erledigt. So. Vielleicht sollte ich wieder noch ein Einsicht fressen. Sonst. Ich weiß nicht, ob das auch so ist wie quasi, wie wenn man jetzt nicht menschlich wäre in Dark Souls, dass man dann gewisse Events nicht triggert. Wer weiß es schon. Dafür müsste man jetzt das Wiki studieren, was ich aber nicht möchte, weil das spoilert man sich zu viel. Deswegen werde ich jetzt einfach mal eine Einsicht dann noch essen.
Einfach, dass wir eins haben. Haben wir ja genug. Davon hatte ich am Ende auch extrem viel, obwohl ich mir immer die ganzen Rüstungen da gekauft habe. Bei dem tollen Händler. Und da seht ihr schon die lustigen Kopfbandagenkerle. So, ein Wissen des Verrückten. Dankeschön. Das verliert man ja auch nicht beim Tod, von daher ist es nicht wirklich schlimm, das jetzt zu verwenden. Weil wenn ich sterbe, habe ich es immer noch. Und jetzt gehen wir nämlich hier wieder runter und ich kann mir noch dieses Item holen. Noch eine Scherbe. Jetzt haben wir hier nämlich auch alles. So, zack, zack, zack. Zack. Und hier. Und jetzt sind wir schon wieder da, wo wir gerade aufgehört haben. Das ist echt eine super Abkürzung. Du gibst mir nichts. Ich mag es lieber ein bisschen heller. Hol die Laterne raus. Und ich wollte eigentlich diesen Sägespäher jetzt benutzen. So. Der ist wie gesagt ganz geil. Hat auch einen coolen geladenen Angriff. Und macht auch gut Schaden. Sehr schön. Damit geht das Ganze doch schon ein bisschen easier. Hoffe ich mal. Die ganzen Türen habe ich schon mal abgecheckt. Da geht irgendwie nirgendwo was. Aber was ich noch weiß, dass hier einer steht. Ich wollte jetzt scheiße eigentlich einen geladenen Angriff machen. So, der ist hinüber. Und jetzt läuft hier noch so ein dummer Wolf rum, der irgendwie meiner Ansicht nach stärker ist als die anderen. Der hat auch rot leuchtende Augen. Vielleicht ist er wirklich stärker. Vielleicht ist er auch nicht stärker. Und ich hab's nur immer bei dem verkackt. Eine weitere Scherbe. Leider keine Zwillingsblutsteinscherbe, die wir jetzt bräuchten. Ah, hier finden wir 10 Kugeln. Hätte ich mir sparen können, das zu kaufen, aber Wurst. Oh, da habe ich noch den Lurch gesehen. Nicht verschwinden. Gib mir Zwillingsblutsteinscherben. Na, nur normale, aber 3 Stück. Jetzt wollte ich hier gerade mal schauen. Es sah irgendwie aus, als könnte man hier runter. Ach so. Dann ist man wieder da, wo der Wolf hier vorher an der Wand. Ah, jetzt hängt er wieder da. Hallo Wolf. Brauchen wir jetzt aber nicht nochmal plätten. Da liegt noch was. Zeichen eines starken Jägers, quasi der Heimkehrknochen. Hier ist nichts mehr. Okay. So. Hier. So leuchtet die Nachricht so. Wer Hilfe benötigt, leuchtet einfach die Glocke. Ah, das ist so eine Nachricht, wie wo wir das erste Mal da versucht haben, den NPC zu beschwören. Jetzt probiere ich das hier nochmal. Interessant ist, ob die Nachricht auch da ist, wenn ich keine Einsicht gehabt hätte. Jetzt ist sie nämlich, jetzt ist sie weg. Wow! Tatsächlich. Das ist Alfred. Hallo Alfred. Das ist der Typ, mit dem wir vorher da geredet haben. Oben noch am Kloster. Da, wo wir den Sarg geöffnet haben. Cool, der hilft uns jetzt. Das ist natürlich nett. Das ist auch gar nicht schlecht, weil hier der Boss, der jetzt als nächstes kommt. Das habe ich schon gespoilert. Uhu. Der ist nicht ganz einfach. Das Mistviech noch. Aber ich konnte mir mein Leben wiederholen, von daher macht es nichts. Gibt's hier irgendwas Schönes? Item, bitte. Verhackstücken. So. Du bist weg. Da haben wir noch ein Item. Noch mehr Kaltblut-Tau. Sehr schön. Auch schon
wieder 3259 Seelen angesammelt. Na okay, es ist relativ offensichtlich, dass hier ein Gegner ist da vorne. Kann man den schon irgendwie sehen? Ach, ich habe noch gar nicht das Fernrohr. Jetzt wollte ich mal das Fernrohr benutzen, aber nein. Kommt der mit? Kommst du mit? Ach, wahrscheinlich kann der noch hier nicht hier durch, weil hier jetzt erst der Boss getriggert werden muss. Kommst du jetzt? Ja, jetzt kommt er. Sehr schön. Hier, die bluthungrige Bestie. Verdammtes asoziales Ding. Mit irgendwelchen Hautlappen, die vom Kopf runterhängen. Und sie kann einen ganz schön assi vergiften und dann tothacken. Ich bin nämlich sehr oft passiert bei diesem Boss, dass ich dann Gegengift nehmen wollte und während ich das Gegengift nehme, kommt er an und tötet mich. So. Oh, zu früh. Am Anfang kann man ihn noch relativ easy hacken. Oh, obwohl er einen auch gar nicht so schlecht erwischt. Aber der hat auch so mehrere Phasen, der Boss. Schauen wir mal, ob ich da hinten irgendwie treffen würde. Das war nix. Von hinten aufgeladenen Angriff ihn stunnen können. Es sah fast so aus, als hätte es geklappt. Ja. Jetzt, oh man, Alfred, hau ihn doch nicht immer, wenn ich ihn gestunt habe. Vielleicht kann man ihn nur noch kontern. Und ihr seht schon, jetzt kommt da so komischer Schleim aus ihm raus. Jetzt kann er einen nämlich vergiften. Aber das ist immer noch nicht das Schlimmste. Er hat nämlich noch eine Phase mindestens ein. Und auch die Angriffe werden immer schlimmer. Beziehungsweise das Viech wird immer aggressiver. Oh. Ich sehe schon einen Schlag, obwohl ich die Anti-Gift-Rüstung quasi anhab. Hat mich schon fast komplett vergiftet. Lass dich doch nochmal von hinten hauen. Nein. Oh, jetzt treffe ich den gerade gar nicht mehr. Geh doch nicht auf mich, geh auf den hier. Er war aber nicht gestunt, aber es hat ihm gut Schaden gemacht. So, und jetzt ist er in seiner asozialen Phase. Ja, Alfred ist schon deutlich hilfreich, sonst ist man da permanent nur am Ausweichen und Rödeln. Und jetzt vergiftet er einen nämlich schon, wenn man einfach nur in seine Nähe kommt. Scheiße. Und dann würde er jetzt eben weiter auf mich einhacken. Aber zum Glück habe ich hier den guten Alfred dabei. Alter. Lass mich doch in Ruhe, ich muss mein Gegengift nehmen. Gut, das hat geklappt. Jetzt hau ich dich tot. Ja, und zweites ist echt deutlich einfacher als alleine. Und wir haben den Pythomeru-Kelch gekriegt. Geil, auf Anhieb. Ist Alfred jetzt schon weg? Sieht ganz so aus. Danke, Alfred. So, wir gucken uns gleich mal diesen Kelch an. Pythomeru-Kelch. Ritualkelch aus der Kirche des guten Kelchs. Verwende ihn in einem Ritual am Gruftaltar im Traum des Jägers und bricht das Siegel des alten Untergrundlabyrinths, auf das der Kelch das Grab der Götter freilegt, auf das Blut den Jäger nähre und auf das du an der Kommunion teilnimmst. Gut, gut. Mit diesem Kelch können wir uns jetzt selbst einen Dungeon erschaffen, sozusagen. Der ist zwar jetzt das ist sozusagen, das ist das Einzige, was ich mir durchgelesen habe im Internet, weil ich es nicht ganz gecheckt habe. Diese
Dungeons, die man jetzt machen kann. Es gibt da ja diese 6 Ritualsteine. Hier geht's übrigens dann nicht mehr weiter, wollte ich nur kurz sagen. Deswegen gehe ich jetzt gleich mal zurück. Diese Dinger, diese Kelche, kann man jetzt hier drüben einsetzen, an diesen Steinen. Davon hat man 6 verschiedene, also beziehungsweise 6 gleiche und einen anderen. Bei dem weiß ich immer noch nicht genau, wo man diesen Kelch der kurzen Ritualwurzel herkriegen soll. So. Verwende den Ritualaltar, um ein Kelchverlies mit einem Kelchritual zu erstellen oder nach Kelchverließen von Jägern in anderen Welten zu suchen. Jetzt könnten wir hier suchen. Nach einem Kelchsymbol suchen, das erkläre ich gleich noch. Kelchritual. Das machen wir gleich mal. Ihr seht, es gibt auch mehrere verschiedene Arten von Kelchen. Und für diesen Pythomero-Kelch gibt es eben auch noch mehrere Arten. Wir können jetzt hier für 1000 Seelen und diese 2 Ritualblut, die wir vorher eingesammelt haben, können wir diesen Dungeon erschaffen. Das mache ich auch gleich mal. Ritual durchführen. Okay. Diesen Dungeon, der ist jetzt für jeden, der das Spiel durchspielt, ist der gleich. Das Verlies ist fertig und der Kelch ruht auf dem Altar. Das Verlies kann nun erkundet werden. Aber man findet später auch noch, ich bin jetzt immer noch hier drin, ja, sozusagen wie Pythomero-Wurzelkelch. Dann dachte ich erst, ja, was ist jetzt da der tolle Unterschied? Das braucht dann andere Materialien, nicht mehr nur Ritualblut, um den zu erschaffen. Und da habe ich mal dann nachgeguckt im Internet und der Wurzelkelch ist sozusagen ein Random Dungeon. Wir könnten jetzt hier reingehen. Können wir auch echt gleich mal machen, obwohl der, na, machen wir es lieber noch nicht. Ihr seht rechts unten steht Kelchsymbol und da steht so eine seltsame Nummer WYPU72IV und das könnte ich jetzt sozusagen irgendwie im Internet posten oder anderen Leuten, meinen Freunden zum Beispiel, schicken. Dann könnten die exakt den gleichen Dungeon spielen wie ich jetzt, was bei dem Dungeon jetzt hinfällig wäre, weil der sowieso für jeden gleich ist. Aber diese Wurzelkelche, die werden eben immer quasi randommäßig generiert und sind dann immer anders. Jedes Mal, wenn man den quasi, man kann den dann wieder darunter nehmen von diesen Grabsteinen, man hat eben auch 6 zur Verfügung. Dass man immer 6 verschiedene offen haben kann und kann den neu hinmachen und dann ist es wieder ein anderer Dungeon mit so einem anderen Kelchsymbol. Und in diesen Dungeons kann man wohl, ich habe da noch nicht sehr weit gespielt, ich habe glaube ich nur die ersten 2 Kelche gemacht oder so, bevor ich dann das Game durch hatte und dann gleich mit meinem Kumpel angefangen habe, nochmal von vorne. Genau. Und da kann man wohl ziemlich geilen Loot finden. Geile von diesen Edelsteinen, nicht so billige wie wir jetzt hier haben, die kaum eher was bringen, sondern irgendwie zum Beispiel physischer Angriff plus 21% oder sowas. Was dann schon einiges bringt. Und auch andere Waffen habe ich gesehen. Die heißen dann zum Beispiel nicht nur Sägespeer, sondern, ich weiß es nicht, wie die heißen. Von denen habe ich noch keine gefunden, aber irgendwie verfluchter Sägespeer oder so, sage ich jetzt mal. Die sind zwar an sich von den Stats gleich, nur haben die, also glaube ich zumindest, wenn ich jetzt was Falsches sage, nagelt mich nicht drauf fest, aber die haben da oben diese Edelsteinsymbole sind anders. Weil es gibt eben verschiedene Edelsteine für Sterne, für diesen Halbmond und für dieses Dreieck. Und die sind dann manchmal anders. Dann hätte der Sägespeer vielleicht zum Beispiel Stern, Dreieck, Halbmond oder. Es gibt eben, wie gesagt, verschiedene Arten, verschiedene Varianten von den Waffen dann, Entschuldigung, die man in diesen Dungeons dann finden kann. Und das kann durchaus praktisch sein, weil es eben auch dann so Edelsteine gibt von einer gewissen Art zum Beispiel, die bringen einem dann, dass die Waffe plötzlich mit Geschicklichkeit scaled oder so. Und es kann sein, dass man den jetzt hier nicht einsetzen könnte, weil es ein Dreiecks-Edelstein ist. Aber wenn ich diese andere Art der Waffe hätte, könnte ich das dann schon einsetzen. Es kommt eben immer ganz drauf an. Aber ich habe, wie gesagt, von denen noch keine gefunden. Das muss man dann einfach mal ausprobieren. Die sind zwar vom Design her jetzt nicht so geil wie die normale Welt hier, weil sie halt eben auch randommäßig generiert werden. Das heißt, man sieht immer wieder die gleichen Bausteine dann. Aber es ist schon durchaus ganz gut. Ich meine, andere Spiele sehen von Haus aus so random generiert aus, irgendwie, wenn ich jetzt an Kingdoms of Amalur denke oder so, wo eigentlich jeder Dungeon
noch billiger aussah als hier die Random Dungeons. Und das im normalen Spiel. Und das halte ich schon für ziemlich cool. Der Dungeon hier hat auch Tiefe 1 nur. Das sieht man hier jetzt rechts. Tiefe 1 bedeutet erst einfach, obwohl ich den schon teilweise, da sind verschiedene Bosse und Gegner drin, die es auch so im normalen Spiel überhaupt nicht gibt. Und die sind teilweise heftig. Und die fand ich schon im ersten heftig. Wir könnten ja einfach mal den ersten jetzt starten. Und dann zeige ich euch mal ein bisschen was da draus. Aber wenn Tiefe 1 schon teilweise echt krass ist, dann will ich nicht wissen, wie Tiefe 5 ist. Okay, da ist man dann wahrscheinlich auch ein höheres Level, aber da gibt es ein paar richtig asoziale Gegner drin. Aber wir gucken jetzt einfach mal kurz rein. Die Kelche bestehen, soweit ich weiß, immer aus drei Ebenen. Vielleicht später auch mehr, weiß ich noch nicht. Man macht immer eine Ebene durch, muss immer so einen Schalter finden, der dann die Bosstür öffnet. Kann dann eben auch versteckte Truhen finden, wo Loot drin ist. Auch random generierter Loot. Also bei den Random Dungeons, hier ist es glaube ich auch für alle gleich. So, man startet eben immer hier hinten an dieser Laterne. Dann öffnet man hier die Tür. Das ist zum Beispiel auch immer gleich. So. Ah ja, jetzt hat man hier gleich noch eine Lampe, weil das da hinten der Start ist. So. Und jetzt haben wir hier unseren eigenen kleinen Dungeon. Man könnte sich hier jetzt, glaube ich, auch Hilfe rufen. Weiß ich gar nicht genau. Habe ich noch nie ausprobiert. Da drüben ist die Boss-Tür. Die können wir jetzt aber noch nicht öffnen. Das heißt, wir müssen erst den Dungeon durchsuchen, bis wir den Schalter finden, um die Boss-Tür zu öffnen. Und auf dem Weg dahin kann man eben auch noch coole Sachen und Loot finden. Und wenn man den Boss dann getötet hat, kommt immer ein Aufzug. Auf dem Aufzug kommt man dann runter in die nächste Ebene von diesem Dungeon. Und dann macht man das gleiche nochmal, bis man eben dann durch ist. Ganz genau. Also da ist die Boss-Tür eben oben. Bringt einem jetzt noch nichts, da hoch zu gehen. Hier seht ihr zum Beispiel, da kann man jetzt noch reingehen. Da kann man auch noch hochgehen. Da hinten streuen ja noch so ein paar Typen rum. Da kann man auch reingehen. Ich werde beworfen von Mollys. Und dann läuft man da eben so durch. Ja, sehr gut. Runter mit dir. So, ein schöner Drop Attack. Machen jetzt einfach hier mal die erste Ebene, würde ich sagen. Obwohl ich muss den ersten Boss schon ziemlich scheiße finde hier, muss ich sagen. So, Blutfiolen. Mehr ist da nicht. Und ihr seht halt, ah ne, hier kann man gar nicht rein. Sowas gibt's aber halt, ihr seht schon hier überall an den Wänden, sieht es so gleich aus. Diese Bögen hier, diese Steinbögen mit den Wurzeln da dazwischen. Da ist auch einer. Und so wird es halt randommäßig gemacht. Hier ist Eingang jetzt offen. Und bei einem Random Dungeon zum Beispiel könnte es sein, dass halt irgendein anderer offen ist und man über den dann in irgendein Gebiet kommt. Und das ist halt dann wieder randommäßig. Also es ist durchaus cool gemacht. Oh Gott, so ein Typ mit so einem Sack. Die sind verdammt schwer. Probieren wir jetzt nochmal kurz, den zu erledigen. Ich hasse diese Kerle. Die machen immer so einen scheiß Tritt und pumpen sich immer auf. Und ihr seht, die machen dick Schaden. Und ich sehe halt auch nichts. So. Ah, sehr gut. Den haben wir gelegt. Ah, da haben wir wieder Ritualblut gekriegt, um uns eben weitere Dungeons zu erschaffen mit diesen Kelchen. Aber wir haben ja auch erst einen Kelch. Da haben wir zum Beispiel ein Item. Molly. Oh, kommt hier noch her. Die sind auch verdammt, diese rot leuchtenden machen immer krass Schaden. Hier sind wir, glaube ich, hergekommen. Dann gehen wir mal hier lang. Und da sind ein Haufen Ratten.
Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause. Ich danke ganz herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.